Ich bin Schwester Domenica, der Thomas. Ich bin in dem Dorf da, in dem Klosterdorf, aufgewachsen. Bis zur 6. Klasse waren damals wir Mädchen, ohne Knaben, nur die Mädchen, waren bei den Klosterfrauen im Kloster in der Schule. Ab der 6. Klasse in die Sekundarschule waren wir Mädchen dann im Dorfschulhaus mit den Knaben zusammen. Diese Knaben haben uns bei uns. Bei den Zöpfen gezogen, beim Rossschwanz, dass der Kopf noch so geschüttelt hat, dann haben wir gemerkt, oha, es gibt zweierlei Leute auf dieser Welt. Aber es war notwendig, dass wir das mitmachten, denn wir waren so behütet. Nachher sind wir alle drei Töchter, in Chur gelandet, hatten eine Wohnung genommen und ganz lustig gehabt und natürlich auch Männerbesuch gehabt. Und was war tief in mir drin, trug ich seltsamerweise immer diesen Jesus. Dieser Jesus ist einfach da. Woher kommt denn der? Aber gell, wir waren ja bei Klosterfrauen in der Schule. Die haben einen schon geprägt und das war da drin, dieser Jesus. Das war etwas Lebendiges und ich habe Kontakt mit dem aufgenommen, habe mit dem gesprochen, alle meine Probleme. Der war immer da. Der hat immer geantwortet. Ich habe gedacht, das ist ein Freund.